Machst du sehr gut, Chris. Spiel mit deinen restlichen Ressourcen. Und weg ist sie. Ja. Kreislauf waren wir. Ich mag zwar unseren aktuellen Panzer nicht. Aber solange die Gegner hier noch recht gut beseitigt worden sind, würde ich auch damit versuchen zu arbeiten. Es fliegen noch zwei Fische rum. Hat er uns bemerkt? Nein. Gut, hier chillt einer. Da patrouilliert einer. Der kommt jetzt vorbei, oder? Nein. Kommt er nicht. Nicht ganz. Okay, der hat uns bemerkt. Kann man durchstechen? Ja. Ja, es ist unschön, wenn man das mal zu seinen Gunsten ausnutzt, ne? Oh, wir haben das Explosivding an unserem. An unserer Gabel. Da kommen wir irgendwie anders da hoch. Vielleicht. Und. Arsch. Ja, es gibt nette Items hier. Wie so ein kleines Dörfchen. Anemone hatten wir anscheinend schon mal. So, das war doch entspannt. Alles tot. Wir können entspannt die Sachen einsammeln. Und den Kristall zerstören. Cowboyfisch. Ein Howdy muss schon drin sein, Partner. Dann fehlt nur noch der Kristall da drüben. Da hinten. Ich glaube, den können wir ganz entspannt holen, weil wir da einfach nur klettern müssen. Ja, ich sehe das Seil. Ja, das Einzige, was wir aber besiegen müssen, noch auf dem Weg dahin, bist du. Ja, perfekt. Dann warten wir noch, bis der Blur-Effekt abgeklungen ist. Aber dann können wir uns da hochziehen. Ja, ich denke, das reicht. Fast schönes Ding, fast schönes Ding, fast schönes Ding, fast schönes Ding, fast schönes Ding. Dann haben wir uns doch jetzt ein Level-Up verdient. Und einen besseren Panzer. Also einen Panzer, der mir mehr liegt. Sie hat noch was zu sagen. Obwohl es hier mittlerweile schlimmer aussieht als damals zu meiner Zeit. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Halt die Augen offen, Kleiner. Bestimmt sind hier auch schon eine Menge Leute verplört. Ja, das gehört zu den Arbeitsbedingungen, dachte ich. Levelaufstieg, wir haben 45 Kristalle. Ich hätte gerne noch ein paar mehr, aber was soll's. Wir gehen nochmal auf Resistenz und holen uns mein Panzer. Ah, wenn man das Glas nehmen will. Geil. Dann geht es kaputt. Schönes Detail. So. Jetzt, wir sind versichert, gib mir den Panzer. So, danke. Alles klar, wir können jetzt unten die Seite haben wir komplett. Ja, wir können jetzt das da machen. Oder nach da oben. Ich würde ganz schnell schauen, was da oben ist. Schauen wir denn, wir haben auch bisher nur sehr, sehr wenig. Kristalle. Also wirklich wenig. Wir haben noch das Explosivding an. Die hauen ins Leere. Und finish this fucker. Den anderen juckt's nicht. Passt. Weitermachen, Kumpel, weitermachen.
keine Gegner, ne? Na. Schwamm drüber. Und wir verlassen das Gebiet jetzt, oder? Es wird nämlich wo ganz anders hin. Vielleicht nochmal in den... Geil, guck mal da oben in der Mitte. Das Mondschneckenhaus, aber richtig in der Luft. Okay, gehen wir jetzt wieder in den Hain? Wir sind im Hain. Auf der Seite. Ah, okay. Ja. Das reicht mir auch schon an Abkürzung. Ich glaube, ich weiß nicht. Gibt es hier noch was? Nee. Die ist ja richtig im Nirgendwo. Stimmt das so? Da. Die stimmen nicht. Hier war doch... Hier irgendwo... waren Schnecken. Also die Positionen sind voll am Arsch. Naja. Gut, ist mir egal, solange die richtig hinteleportieren. Ja, dann haben wir den Weg auch erkundet. Dann gibt es ja nur noch die große Fläche. Wir gehen am besten nochmal von auch der Seite aus dahin. Die resetten auch beim Mapwechsel. War ja klar. Oh. Warte mal. Komm mal her! So, unser... Ah! Nee, das wollte ich nicht. Jetzt muss ich ihn doch noch weghauen, weil ich sonst nicht mehr an meinen Panzer komme. Und... Gib mir das Item und meinen Panzer. Michelle. Gut. An dem Pistolero gehen wir aber vorbei. Den will ich kein zweites Mal besiegen. Den Taschentuchtyp auch nicht. Wir können schnell den... Ja, den Typen vorknöpfen. Mit der Fähigkeit ist es auch eigentlich sehr entspannt, der Fight. Tada, Heizahn. 40% Damage ab. Heizahn plus sogar, okay. Wahrscheinlich 5 Plätze, oder? 4 nur. 4? Okay. Wow, aber ich finde. Für 45 Angriff, wir sind auf 40. Das ist krass. Da ist, wie ich es mir gedacht habe, Miniboss. Ja. Ich schaue nur schnell, ob wir hier irgendwie eine Abkürzung freischalten. Scheinbar nicht. Oh. Okay, aber beim blauen Angriff direkt Panzer kaputt. Wir sehen unseren Unverwundbarkeitsding. Ist schon stark. Also hält lange an. Ja, dann nehmen wir mal kurz deinen Lego-Block. Deinen legalen Block. Halsmaul. Arsch.
Fremdstart war einfach nur, ja, ein Angriff. Hm. Da finde ich unsere Kuhfähigkeit Kuh leer. Haha. Da hinten wäre ein Mondschneckenhaus. Ja, das würde ich sogar schon schnell freischalten wollen. Immer diese kleinen unsichtbaren Wände. Nervig. Oh, ey! Ich kann mich nicht bewegen. Wow, ich bin nach oben gelaufen. Oh. Holy. Komm, finish him. Na? Ja, dann halt nicht, ne? Nicht mit einem coolen Move. Mach halt nicht. Sähe nur unglaublich spektakulär aus. Da ist ein NPC. Warum sind es eigentlich so viele von euch, Mann? Mag euch nicht. So, wer bist du? Gitz Erd will haben. Ost? Ja, dann arbeit doch bei DHL. Kann auch jeder. Einfach bewerben und gut ist. Ah. Oh, schön. Der Sprungangriff hat funktioniert. Und er ist gone. Soll mir recht sein. Da ist nochmal ein Panzer, so ein Pistolero. Und ein er gräbt sich aber wirklich nach unten. Das gefällt mir. Dann machen wir das aber über die Angriffsmethode. Kurz vor Prozess nenne ich sie. Die ist nämlich sehr schön. So, komm. Warte, ich kann dich doch. Ach. Okay, okay. Alles safe. Ich habe bald keine Heilung mehr. Ich laufe einfach schnell durch und hau dich weg. Dann schnapp ich mir den da. Okay, er chillt auf jeden Fall unten, aber er lebt noch. Also falls er Kristalle hätte, kriegen wir jetzt nicht. Kann man mehrere Senkbleis ausrichten? Lohnt sich das? So, okay, hier oben haben wir mal alles geklärt. Wir holen uns das. Wenn ich das Item hole, dann könnte der Bossfight starten. Will ich nicht riskieren. Da oben liegt noch ein Item drauf. Komme ich da ran? Ich will das Item. Ohne aus Versehen runterzufallen. Aber es ist nur blau. Also wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir es verpassen würden. Ich will auch kein Risiko eingehen. Ich will eigentlich nur Mondsteckenhaus freischalten und dann kann man den Miniboss probieren. Hey, kommt man doch. Hier kommt man nicht hoch. Keine Ahnung. Aber hey, ich riskiere es nicht. Der Weg führt nach unten. Du willst nach da oben. Das checken wir auch bald aus. Aber erst das Mondschneckenhaus. Hier ist ein bisschen human. Oh, hier ist ein
Taschentuch ohne Gegner. Toll, dass es sowas auch gibt. Schicker Hut. Vor uns erstreckt sich die Trübe. Jenseits davon liegt irgendwo unser verlorenes heiliges Land. Vielleicht mache ich mich eines Tages auf den Weg dorthin. Ach, am besten denkt man nicht zu lange drüber nach. Ich nehme mal, ne? War da nichts dagegen. Drei Stachelhaken. Da unten ist auch ein Item. Wir resetten jetzt schon, ja. Aber krass, dass wir so wenig Kristalle haben. Gehen wir mal auf Leben.